Diese Bilder zeigen hochkarätige Verengungen des linken Herzkranzgefäßes. In diesem Fall sprechen Ärzte von einem Herzinfarkt. Ein Herzinfarkt ist ein akutes Ereignis, bei dem ein Herzkranzgefäß verschließt, ein Blutpropf sich dort einnistet und ein Gefäß komplett verschließt und dann auch den Herzmuskel von der Versorgung abschließt. Plötzlich auftretende Schmerzen im Brustbereich sind Warnzeichen, die auf einen Herzinfarkt schließen lassen. Die Schmerzen können im Brustbein sein, können in der Schulter sein, im linken Arm, im Kiefer, es können sogar Zahnschmerzen sein. Bei Frauen ist es oft besonders schwierig zu erkennen, da kann es auch mal nur Rückenschmerz sein oder Bauchweh. Das sind alles Dinge, die man bei der Schilderung dieser Symptome bedenken muss. Und dringend ernst nehmen muss. Patienten, die eines der genannten Symptome bemerken, sollten sofort den Notarzt rufen. Denn bei einem Herzinfarkt ist Handeln angesagt. Er muss erstens sehr schnell behandelt werden und er wird immer im Herzkatheterlabor behandelt. Also es wurde ja so ungefähr bis vor 10 Jahren auch noch eine ganz starke Blutverdünnung durchgeführt, die sogenannte Lyse. Das ist relativ obsolet, außer man hat gar kein Herzkatheterlabor innerhalb von 1,5 Stunden an der Hand. Ansonsten wird der Herzinfarkt im Labor, Herzkatheterlabor behandelt mit einem Stent oder zumindest mit einer Aufdehnung. Aber in allermeisten Fällen wird ein Stent eingesetzt. Nach einer erfolgreichen Operation geht es für Herzinfarktpatienten meist in eine Anschlussbehandlung. Ja, da sind wir in Deutschland in einer sehr günstigen Situation. Also bei uns bekommen alle Patienten, die einen akuten Herzinfarkt haben, Gott sei Dank eine Reha und gehen 3 Wochen in die Anschlussheilbehandlung. Der Herzinfarkt gehört in Deutschland immer noch zu den häufigsten Todesursachen. Damit die Behandlung erfolgreich ist, ist es wichtig, mögliche Symptome zu kennen, erkennen und ernst zu nehmen.